Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und heute beschäftigen wir uns mit Johnson & Johnson. Eigentlich eine stockkonservative Aktie, die aber am Freitag um ungefähr 10% in den Keller gerauscht ist, aufgrund eines Berichts von Reuters, wonach Johnson & Johnson unter anderem Babypuder verkauft hat, das asbestverseucht war, wenigstens teilweise, und davon gewusst hat, es aber verschwiegen hat. Und wir gucken uns das Ganze mal an, um zu einer Beurteilung zu kommen, ob wir hier eventuell eine Chance haben, eine Kaufchance, beziehungsweise wie Risiko und Chance miteinander in Beziehung stehen und vor allem, um überhaupt zu verstehen, was da gerade so vor sich geht. Schauen wir uns zuerst mal an, worum es überhaupt geht. Das sieht ungefähr so aus. Das ist nämlich Babypuder und das ist die Verpackung und innen drin ist ja weißes Puder. Und hier sehen wir auf der Seite von Reuters und das ist jetzt der Bericht. Und es ist also keine kleine Shortseller-Bude, die da mal irgendeinen Bericht zusammengeschnipselt hat und den dann gepostet hat, in der Hoffnung, den Kurs mit schlechten Nachrichten ein bisschen zu drücken. Reuters ist schon eine Hausnummer, die man ernst nehmen muss. Und man sieht, die haben sich auch richtig Mühe gegeben hier, indem sie da irgendwelchen Staub animiert auf dem Monitor versprühen. Und der Bericht, der ist auch relativ lang. Und den habe ich mir durchgelesen und versuche jetzt die wesentlichen Sachen so aus meiner Sicht wenigstens zusammenzufassen. Vorher noch ein kurzer Disclaimer. Die Investments in Aktien sind mit gewissen Risiken behaftet, so wie bei Johnson & Johnson am Freitag. Das heißt, man kann mit Aktien Geld verlieren und alles, was ich sage, ist ohne Gewähr und was sie draus machen, bleibt ihre Sache. Auch wenn ich ihnen dabei natürlich viel Glück wünsche. Also immer eigenen Kopf einschalten. So, Disclaimer Ende. Gucken wir uns mal Johnson & Johnson, um noch so ein bisschen Gefühl zu kriegen für die Aktie im Aktienfinder an. Und geben hier Johnson & Johnson das Symbol ein. Und schauen dann hier einfach mal auf die langfristige Gewinnentwicklung. Können wir auch einen Zoom abstellen. Und da sehen wir einfach hier, dass die Gewinne und Cashflows und die Dividenden ebenso langfristig sehr, sehr schön und auch sehr stabil wachsen. Wir hatten dann beispielsweise hier in 1987 noch 10 Cent Dividende im Jahr und hier auf die letzten vier Quartale haben wir 3,54 Dollar, das heißt 35 mal mehr Dividende, als es noch da in den 1987 der Fall war. Und solche Dinge sind halt, solche Aktien sind natürlich schon eine tolle Sache, unter anderem für die Altersvorsorge. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt ein Problem bei Johnson & Johnson. Durch den Vorwurf asbestverseuchten Talgs, der unter anderem eben in dem Babypuder verwendet wird. Das heißt, was steht denn da jetzt eigentlich auf dem Spiel für Johnson & Johnson? Prinzipiell geht es um zwei negative Dinge, die passieren können. Das eine ist Schadenersatz. Momentan sind meines Wissens 11.700 Klagen ungefähr ansässig. Dabei geht es meist um Eierstockkrebs von Damen, die eben dieses Babypuder verwendet haben. Und es ist also so ist ein bisschen ähnlich wie Glyphosat mit bei Bayer, wo ja auch Massenklagen anhängig sind, wo es dann auch um Krebsverdacht geht. Das ist natürlich eine schwere Sache, die man objektiv nur ganz schwer bis eigentlich unmöglich wirklich klären kann, woher jemand Krebs hat. Unser Organismus ist über die Jahrzehnte von verschiedenen Belastungen ausgesetzt und im Prinzip kumuliert sich das Ganze und der eine kriegt eben Krebs und der andere kriegt es eben nicht. Letztendlich entscheidet dann eine Jury von Laien, also nicht der Richter in den USA und das macht das Ganze auch etwas unberechenbar. Insgesamt kann man vielleicht noch sagen, dass viele Klagen und das ist auch der Normalfall gegen Johnson & Johnson ansässig sind und ungefähr 10% der Klagen, bei denen dreht sich jetzt um dieses ja, diesen asbestverseuchten Talg. Dieser Talg ist übrigens ein Mineral und in diesem Mineral kann eben, oder dieses Mineral kann eben verunreinigt sein durch Asbest. Also die eine Geschichte sind eben diese Sammelklagen, die auch was Risiko ist bezüglich Johnson & Johnson und dann
Natürlich kann auch die Höhe ein Risiko sein, weil es gibt in den USA diese sogenannten Punitive Damages. Das heißt, da geht es nicht nur um Schadenersatz, sondern geht nochmal eins oben drauf, um dem Unternehmen ja, um das Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, um es zu bestrafen tatsächlich. Und das heißt, die Schadenssummen können dann entsprechend auch nochmal höher ausfallen. Und eine andere Geschichte, unabhängig von den Gerichtsprozessen, ist natürlich das Image bzw. die Glaubwürdigkeit von Johnson & Johnson, die da etwas auf dem Spiel steht, was dann zu Umsatzrückgängen und Gewinnrückgängen führen könnte im schlechtesten Fall. Jetzt gucken wir aber erstmal so ein bisschen so halbwegs objektiv, was da jetzt eigentlich passiert ist, beziehungsweise was Johnson & Johnson vorgeworfen wird. Und das ist meiste ist im Reuters-Bericht zu sehen. Und es geht im Prinzip um die Vertuschung von Asbestverseuchung, die über Analysen zutage trat, wovon Johnson & Johnson gewusst hat, weil sie diese Analysen in Auftrag gegeben hat, aber sie haben es nicht öffentlich gemacht. Das meiste ist in den 70er Jahren passiert und in den 70er Jahren, da gab es auch von der FDA, also von der Food and Drug Administration, einen Vorstoß, um Obergrenzen für Asbest in Kosmetik bzw. Pflegeprodukten einzuführen. Und Johnson & Johnson hat natürlich das gemacht, was so fast alle Unternehmen machen bei so einer Stelle. Sie haben Lobbying betrieben und haben gesagt, sie machen eine Selbstverpflichtung und ihre Qualitätskontrolle ist so gut, dass man das nicht benötigt. Und haben dann auch unter anderem Analysen veröffentlicht oder an die FDA übergeben, die festgestellt haben, dass der Talg nicht mit Asbest verunreinigt sei, was auch richtig war. Leider haben sie nicht alle Analysen der FDA übergeben, sondern nur die, die quasi negativ ausgefallen sind. Und es gab auch einige wenige, die positiv ausgefallen sind und die haben sie zurückgehalten. Allgemein habe ich nach dem Lesen dieses Reuters-Berichts den Eindruck, dass im Regelfall, im großen Fall, in der großen Zahl der Fälle keine Asbestverunreinigung war, sondern dass es sich nur um Ausnahmefälle gehandelt hat, wo Asbest festgestellt werden konnte. Und auch da waren die Mengen niedrig. Das heißt, es geht hier nicht um eine systematische Vertuschung über ganz viele Jahrzehnte, sondern es geht hier eher um Einzelfälle, meiner Meinung nach. Und diese Verunreinigungen, die sind alle älter. Ich habe jetzt da aus dem Bericht festgehalten, dass es keine Verunreinigung mehr gibt seit Anfang der 2000er Jahre, also seit ungefähr 15 Jahren. Das heißt, dass die Pflegeprodukte jetzt nicht, die heute verkauft werden, nicht asbestbelastet sind. Das sollte dann die Verunsicherung der Verunsicherung der Verbraucher tendenziell entgegenwirken. Und dann gibt es nochmal eine andere Geschichte. Nicht nur ist es schwer, eigentlich unmöglich zu beweisen oder festzustellen objektiv, dass jetzt eine Krebserkrankung genau von einem möglicherweise x-mal asbestverseuchten Babypuder kam, das y-mal nicht asbestverseucht war. Also es waren ja immer nur Einzelfälle, wo das aufgetreten ist. Selbst bei diesen Einzelfällen, wenn eine Analyse positiv ausgefallen ist, das ist immer noch die Frage, ob dieser Talg, wie der verwendet wurde. Weil Johnson & Johnson verwendet den Talg auch industriell, um beispielsweise Reifenzulieferer zu beliefern. Und das dann macht einen Unterschied, erstens mal von welchen Minen das beispielsweise kam und dann wie es halt weiterverarbeitet wurde. Weil kosmetischer oder beziehungsweise Pflegetalg halt nochmal feiner verarbeitet wurde und nochmal anderen Qualitätsstandards ausgesetzt war, höheren als industriell verarbeiteter Talg. Also die ganze Geschichte ist überhaupt nicht einfach festzustellen. Und ich habe jetzt auch schon gesehen im Internet, dass da Vergleiche mit Volkswagen gezogen worden sind und die halte ich für nicht zulässig, weil bei Volkswagen ist ganz klar, da wurde mit Vorsatz eine Schummelsoftware eingebaut und bei Johnson & Johnson ist das Sachverhalt überhaupt nicht so klar. So, das war ungefähr so im groben Rahmen, um was es eigentlich inhaltlich geht und um jetzt zu beurteilen, für uns Aktionäre, Risiko, Chance, da ist es interessant, hier mal auf den Chart zu gehen. Wir haben also bei Johnson & Johnson, das war der Schluss vom Vortag, wir sind gefallen über 10%, 11% in Spitze und am Ende des Tages knapp 10% sind sie gefallen. Wenn wir ein bisschen weiter mal zurückgehen, das ist der Tagesschart, dann sehen wir, dass Johnson & Johnson Ende Januar, Anfang Februar schon einmal so einen Kurssturz erlebt hat und der
Größte Tagesverlust war, glaube ich, hier am 5. Februar. Und dann habe ich mal gegoogelt. Und was war's? Da war im Prinzip schon der Vorläufer von dem Ganzen. Nämlich gab es einen Bericht, dass eben Johnson & Johnson möglicherweise Dokumente öffentlich machen muss, die darauf hinweisen, dass Johnson & Johnson von Asbestverunreinigung gewusst hat. Das war quasi der Vorläufer. Und genau das ist ja jetzt auch passiert. Johnson & Johnson musste im Rahmen von Gerichtsverfahren die Dokumente veröffentlichen, die dann eben dieser Reuters Report benutzt hat und die dann zu diesem Kurssturz hier geführt haben. Ja, wir sehen, dass dann Johnson & Johnson in Spitze im Zuge dieser Geschichte so ungefähr, Pi mal Daumen, knapp 20% verloren hat. Das heißt, hier wäre quasi noch Luft nach unten und hier könnte man technisch gesehen bei ungefähr, wo es dann aufgehört hat, der Sturz, bei 118, 119 Dollar ungefähr, eine Unterstützung einzeichnen. Also etwas Luft nach unten wäre noch desbezüglich Risiko-Chance. Also bezüglich Risiko vor allem. Und was jetzt auch noch interessant ist, ist, wenn wir uns beim Aktienfinder fundamental den fairen Wert angucken der Aktie, wobei hier jetzt nicht der Worst Case berücksichtigt ist bezüglich der Umsatz- und Gewinnentwicklung, dann sehen wir hier fürs laufende Geschäftsjahr, was ja bald vorbei ist, im Ende Dezember, faire Werte von ungefähr 118, 119 US-Dollar. Wenn ich den von der Dividende dazu nehme, dann bei 117 US-Dollar. Das entspricht also ziemlich genau hier diesem Supportbereich hier bei 118, 119 US-Dollar irgendwo. Das heißt also, hier wäre theoretisch schon noch ein bisschen Luft nach unten. Also das Risiko ist da, dass die Aktie erstmal noch weiter fällt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es relativ wahrscheinlich, also sehen wir, dass es sich langfristig gesehen bei Johnson & Johnson um sehr soliden, guten Wert handelt. Und insofern, ich denke, das bleibt auch ein so guter Wert und das wird Johnson & Johnson wohl nicht das Genick brechen. Jetzt ist halt die Frage, wie reagiere ich zum Beispiel damit? Weil ich habe ebenfalls, sehen wir hier im Cashflow-Depot, Johnson & Johnson Aktien, 160 Stück. Und was ich mache, ist, ich werde die über Covered Calls zum Verkauf freigeben. Also Covered Calls, die tief im Geld sind, habe ich mir überlegt. Das heißt, der Kurs momentan steht bei 133 US-Dollar. Ich würde die Aktie für zum Beispiel 125 US-Dollar anbieten, kommt dann auf die Konditionen drauf an, bekommt dafür eine Prämie und die Prämie wird auch noch einen sogenannten intrinsischen Wert haben. Das heißt, wenn ich ausgeübt werde, dann werde ich die Aktie nicht für 133 US-Dollar verkaufen, sondern faktisch für, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 135 US-Dollar und bin dann besser gestellt. Außerdem kann ich die Option, wenn ich möchte, zurückkaufen, so dass ich quasi jetzt noch eine Wahlmöglichkeit habe. Ich bin also nicht gezwungen, also wenn ich jetzt alternativ einfach verkaufen würde, dann wären sie weg und über eine Option habe ich immer noch die Möglichkeit, die Option zurückzukaufen, sogar mit Gewinn, je nachdem, und die Aktien dann zu behalten. Die Variante werde ich machen zum einen und zum anderen habe ich auch schon Short Puts verkauft, weil die Prämie relativ hoch war und mit Strike 110 US-Dollar, also relativ weit unten. Und da werde ich dann, wenn die Johnson & Johnson noch weiter nach unten purzelt, der Aktienkurs gegebenenfalls rollen. So, das wäre dann meine Strategie. Falls Sie Johnson & Johnson im Depot haben sollten oder mit dem Kauf liebäugeln, dann wünsche ich natürlich viel Glück dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.